So, das sind wir wieder mit Chris bei Until Dawn. Aro auch wieder mit dabei. Hallo. Und wir haben hier gerade den Schweinekopf gefunden und da, wir wissen, da hinten liegt noch was, wahrscheinlich ein Totem. Hey, bist du Hellseher? Ja, aber was, wenn da noch was liegt im Schnee, dann wird es ein Totem sein. Schwarz. Oh, das Schwarz ist ja nicht gut. Was war das? Was war das hier? Gucken wir, ob wir es identifizieren können. Oh, sag bloß, die fehlen. Das wird Das wäre blöd. doof. Ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Ich würde sagen, Ich es ist ein sehe nur Mädchen. Schuhe. Ich sehe nur Schuhe. Ich sehe sowas wie einen Rock, kann das sein? Oder ist es ein Mantel? Sieht aus wie ein. Ist es nicht Chris Jacke? Keine Ahnung. Aber bitte nicht nochmal dieses Schreien, das, ja. Habe ich gar nicht gehört. Okay, wir gehen weiter. Wir sind auf der Suche nach Ashley, die von irgendwem entführt wurde. Alle Indizien deuten auf den Hausmeister. Es war ja immer entweder der Hausmeister, der Gärtner oder der Butler. Da es hier wahrscheinlich keinen Gärtner und keinen Butler gibt, muss es der Hausmeister sein. Ash! Warum hin sind hier so viele Raben? Naja, im Berg. Würde ich jetzt sagen, das ist nicht unüblich. Ash. Ketchum. Ash? Ein langer, dunkler Weg. Ja. Ashley? Da ist schon wieder Blut. Okay, wir kommen zu einer Hütte. Ash! Wie viele Hütten sind hier? Keine Ahnung. Da geht's rein. Dann gehen wir da noch nicht rein. Genau. Hörst du was? Ich höre ein ganz Ja. komisches Geräusch. Ich mache jetzt mal die Augen zu, okay? Oh Mann, ey. Aber Also, das langsam. wäre eigentlich die perfekte Stelle für ein Totem. Ja. Allerdings so schnell hintereinander. Nee, geh mal nochmal bitte weiter nach hinten. Das nach rechts. Wenn es da Ich nicht komme hier nicht nochmal. mal. Achso, oh ja, oh. Oh, guck mal, da Aha. glitzert was. Da glitzert was. Was kommt da? Gott, wie dunkel das ist. Scheiße, die Taschenlampe hilft überhaupt nicht. Ja. Naja, kommt drauf an, wo wir hinleuchtet. Ne? Ach, guck mal. Ein Totem. Weiß, gelb, nee, das ist braun, ne? Ja, das sieht aus wie Verlust, genau. Das ist Emily? Ich würde sagen Ashley. Aber nicht vom Gesicht her, sondern von den Handschuhen. Die hat das so Ja, komische Handschuhe getragen. genau, ja. Die Handschuhe, ja. Diese nicht ganz zuenden Handschuhe. Können wir mal wieder ein weißes finden? Ja, ein weißes oder ein gelbes wäre nicht schlecht. Über die kleinen Hügel kann man nicht drüber steigen, muss raus rumlaufen. Ich finde das Knirschen vom Schnee immer noch toll. Ja. Da kommen wir nicht rein, okay. Warum schon immer sieht. Ich will Dass die da. Fußspuren hinterlassen werden, das finde ich auch cool. Ich will da aber nicht rein. Oh, erstmal hier vorne. Immer diese blöde Kamera. Echt Ja, dumm. die Kamera wechselt. Ich Da höre ist echt schnell. Ashley. Sie weint. Ashley! Ash, ich bin hier!
Wo bist du? Ich weiß es nicht. Bist du okay? Was ist denn passiert? Bitte, hilf mir. Ich komme. Oh. Oh. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Testpersonen. Joshua und Ashley. Oh mein Gott! Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden wird, welche Testperson überlebt und welche stirbt. Oh, super. Lass mich sofort hier runter, du Psychopath! Bitte, bitte beruhigt euch alle. Es ist ganz einfach. Christopher, direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Das ist ein Witz, oder? Oh, nein, bitte. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, nein. Oh Gott, das ist nicht fair. Also, das scheint es einer echt ernst zu nehmen. Okay, alles ist bald okay. Alter, Kumpel. Oh mein Gott! Denk drüber nach, einen Moment! Du lässt mich doch nicht sterben! Gib mir eine Sekunde, ich kann nicht denken, ja. Wir machen einfach gar nichts. Dann fährt das Ding nicht los. Das geht doch mit Benzin. Irgendwann muss das Ding ja leer sein. Irgendwann muss Benzin leer sein. Es sei denn, es ist ein Elektroauto, wobei, keine Ahnung. Aber das Problem ist, da kann man jetzt nicht einfach nichts tun. Weil manchmal ist es ja besser, nichts zu tun, aber da müssen wir uns jetzt für einen entscheiden. So, Josh ist angeblich sein bester Freund. Ashley, ist er verknallt? Ja, die große Liebe trifft man nur einmal und Freunde kommen und gehen. Ja, gibt's aber auch so einen Spruch irgendwie Bro über irgendwas anderes oder sowas. Also Ich kann... Ein Freund seit der 5. Klasse? Nein, seit der 3. Seit der 3. sogar? Weißt du, so einen Freund findest du nicht nochmal. Du darfst entscheiden, du spielst. Ich mach die Augen zu, okay? Ach, Männer wollen doch nur das eine. Du dumm. Also, scheiße Freunde. Ashley, du musst nicht sterben, ich hol dich da raus! Danke. Bitte nicht! Das ist Wahnsinn! Das ist krank! Das will ich mir nur eintreten! Was, wenn wir jetzt nichts machen? Wenn du jetzt auf Joshs Bild zeigst, retten wir dann Josh, auch wenn du dich jetzt für Ashley entschieden hast? Bro, wir haben so viel durchgemacht, einfach komm schon! Ich will nicht so abtreten! Chris, bitte! Ich hab solche Angst, bitte! Er darf uns nicht umbringen! Ich war ziemlich komisch drauf und das alles, aber es wird wieder besser, Mann, ich schwör's! Wenn wir nichts machen, dürfte nichts passieren. Oh, nein, Chris! Oh nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann! Ich dachte, wir sind Freunde! Sorry. Warum tust du das? Das ist Wahnsinn! Nein! Oh, aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Nein, nicht hinsehen! Ja, es geht ihm gut. Ist nur ein Kratzer. Der braucht nur einen Pflaster. Komm, Ash, ich hol dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Und jetzt so rückwärts, zack, ups. Hinfallen, zack, ups. Psst, wir müssen weg, okay? Wir haben schon wieder jemanden verloren. Er ist Jessica. Ja. Ja, aber da, super, ich meine, einen von beiden muss ja. Ach, guck mal, das sind Matt und Emily. Ashley! Blut? Blut? Wessen Blut ist das, Ash? Geht's dir gut? Chris, was ist passiert? Josh, was, Mann? Er ist tot. Direkt vor unseren Augen, Mann. Wovon redest du da? Er ist ein Psychopath. Psychopath? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath. Und er hatte eine Säge und es hieß er oder Ash. Was sollte ich denn bloß tun? Sie hat ihn zersägt, überall ist sein Blut durch die Gegend gespritzt. Was?
Oh mein Gott, Chris! Was? Ich hab ihn getötet! Ich hab ihn getötet! Es war meine Schuld, Matt! Nein, nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen! Einfach durchgesetzt! Hey, wir werden die Sache klären, ich weiß Mann! Nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen! Ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist? Wir müssen hier weg. Ja, das ist das einzig Vernünftige. Wir holen Hilfe. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Okay. Wenigstens geht es schon mal zu zweit. Nicht alleine. Aber Emily kann ruhig alleine gehen. Oh, die Puppe ist weg. Oh, die Puppe ist noch da. Ich glaube, die hat ein bisschen Kopfschmerzen. Aber sie lacht. Hallo, Dr. Hill. Da sind wir wieder. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Moment schon, ja. Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Alles super. Ja. Naja, eigentlich nicht, ne? Verstehe. Und glaubst du, diese armen Menschen kriegen, was sie verdienen? Ist ein bisschen arg heftig. Also, ich nehme an, der meint jetzt wegen dem Scherz, den sie gemacht haben. Aber, wer sind sie? Was wollen sie? Nee, frag mal, wer er ist. Wer ist Dr. Hill? Ja, aber ich glaube nicht, dass er ein Psychoanalytiker ist. Ich will dir doch helfen. Und dieses Spiel, das du spielst. Dir ist klar, dass es nicht gut für dich ist. Nicht gut für irgendwen. Und ich kann nicht sagen, dass du viel Nächstenliebe zeigst, so wie du spielst. Das habe ich dich aber nicht gefragt. Ich habe gefragt, wer du bist. Wollte ich gerade sagen. Er hat die Frage nicht beantwortet. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Der kann Teleportation. Cool. Im Moment habe ich gerade ein bisschen Angst. Dass wir noch welche verlieren? Ja, und dass der Typ noch näher kommt. Ich finde ihn gruselig. Der ist schon wieder zu weit in meinem Bereich. Das ist mein Tanzbereich. Dass ich echt bin. Also so wie sich hier die Einrichtung mal verändert, bist du entweder ein Zauberer oder nicht real. Zauberer wäre cool. Der Kern des Problems, alles läuft darauf hinaus. Kannst du wirklich noch den Unterschied erkennen? Ich glaube nicht. Die Zeit ist um. Was bisher geschah bei Until Dawn. Tod. Oder wahrscheinlich tot. Was ist denn das? Tod. Terra könnte alles Mögliche sein. Definitiv tot. Jedenfalls nichts Schönes. Lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk immer gestört für eine Nacht, und okay? Brauche einen Psychiater. Ich gehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch. Auch so. Oi, das ist Wahnsinn! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Jetzt wissen wir, was es für ein Gebäude genau, ist. Genau, das Sanatorium ist, war ja am Anfang auch schon erwähnt worden. 6 Stunden bis zum Morgen. Beute. Scheiße. Was? Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Oh, was? 2 Wölfe. Die waren aber lieb, oder? Was hat er da jetzt gemacht? Ich
uns das mal genauer an. Ja, genau, da gehen wir jetzt hin. Mit dem Licht. Ohne eine Waffe. Ich kann das Feuerzeug noch schmeißen. Naja, komm, im schlimmsten Fall kann er die Lampe noch schmeißen, wenn da Petroleum drin ist, dann brennt noch was, aber. Das ist so eine Art Molotov-Cocktail, aber ansonsten. Okay. Boah, da ist so viel Schläche, da muss doch irgendwo was liegen, oder? Die hören gerade Miley Cyrus. Meinst du? Hört sich so an. Das ist nicht, dass ich sowas höre, aber zwangsläufig kriegt man sowas ja mal mit. Genau. Da steht niemand mehr, gell? Okay. So, wenn man da hin muss, dann muss man natürlich immer erst ganz weit weggehen, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Vielleicht im Brunnen? Nicht so aus, da ist ein Turm. Der muss frieren bis zum geht nicht mehr. Aber echt, da ist nämlich was. Da liegt was auf dem Boden. Und wenn was auf dem Boden liegt, dann ist es meist ein Totem. Weiß. Weiß. Was war das? Das war eine Tür, die war zu und da war ein kratzendes Geräusch. Okay. Also wenn man ein Match spielt, muss man da wahrscheinlich irgendwie eine Entscheidung treffen oder sowas. Also wie es aussieht, haben wir wirklich hier zwei übersehen irgendwo. Hm. Ja. Aber man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht gründlich gewesen wären. Das Einzige, wo wir ein bisschen schneller gemacht haben, war bei Jessica, wo wir hinterher rennen mussten. Und da haben wir ja sogar eins gefunden. Immer lauter? Ja, irgendwie schon, ja. Ich meine, wir kommen ja auch näher, aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass du durch die Vordertür kommst. Frage ist, ob man durch die Vordertür will. Oh, ist mir hier noch was gelingt. Super. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Baubehördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Ist schon ziemlich lange her. 12. Juni 1954. Ich weiß gar nicht mehr, wann das spielt, aber... Weißt du, wann das Spiel spielt? Nee, sorry. Gibt's hier unten noch irgendwas? Warte. Das Zaun? Nee, da ist Zaun. Klimaanlagen. Da, nur die Klappe. Geh auf! Geht er jetzt gleich rein? Ah, gut, okay. Dann hat sie es mit der Vordertür erledigt. Hier war bestimmt zu. Ja, genau, wie alle Türen. Bis auf die eine jetzt, die da doch noch offen war. Oh, so, da hinten die Tür war zu. Zumindest sah die so zu aus. Gehen wir lieber erstmal da lang. Da oben ist ein Loch. Und da drüben ist. Machen wir nicht hin, oder? Nee. Müssen wir irgendwo anders suchen. Okay. Der hätte doch was liegen können, oder? Da, geh auf den. Hier kann er doch eigentlich hoch.
Und dann da hoch. Tja, kein Bock. Oh, da. Da ist was. Nicht anklicken, erstmal weiter. Oh, ich habe zweimal blinken sehen. Rechts. Hinten liegt noch was. Ah, nein, Totem. Weiß. Na, wenn das Ding schon weiß ist, wird es bestimmt nicht weiß sein. Oh mein Gott. Verlust. Der hat sein... Ja, ich kann nicht mal sagen, was der verloren hat. Der hat seine Nase verloren und sein... Ich würde sagen, es ist Matt, oder? Ja, aber... Wie kann denn das passieren? Da ist irgendwer, der ihm das abschlägt. Das sieht nicht menschlich aus. Ja, aber... Ist das ein Alien? Und sieht aus, als ob er einen Stein ins Gesicht kriegt. Ja. Okay, Matt, du bist schon zweimal tot gegangen und hattest nur einmal Glück, ich weiß nicht. Sieht nicht so gut für den Jungen aus. Weil wie er sich da bewegt, wie er den Arsch da nach hinten rausstreckt. Okay, komm, dann haben wir da jetzt die Möglichkeit hochzugehen. Alles sicher? Mhm. Alles gut? Und hopp. Sei doch mal leise, Junge. Du willst hier unbemerkt eindringen, dann kannst du doch hier so rumstellen. Ja, langsam. Langsam. Und jetzt fall runter. Pass auf, sonst bricht er sich noch irgendwas. So, da unten ist hier den Bann oder was? Und da können wir den hochklettern. Wow. Schon besser. Ja, wirklich? Ja, wenn man überlegt, dass es Teenager sind, und dann da irgendjemanden verfolgen, der da irgendwie was Schlimmes macht. Ein typischer Horrorfilm. Der hat keine Waffe, nichts. Aber der läuft da so total souverän rum. Vor allem mit einer Lampe, wo er gleich auffällt. Ich hab da was gehört. So eine Scheiße. Wer ist denn da? Spinnst du? Du kannst doch nicht die Tür aufmachen, wenn da ein Psycho ist und zwei Wölfe. Lockt. Steh da dran. Aber jetzt mal im Ernst, wenn die jetzt offen gewesen wäre, was hat er dann gemacht? Ja, keine Ahnung. Hallo, Sie? Können Sie das mal bitte lassen, was Sie da machen? Sie haben meine Freundin umgebracht. Ich wollte mal mit Ihnen darüber reden. Das ist nicht in Ordnung. Mhm. Oh. Oben ist was. Wollen wir hin? Wo sollen wir hinkommen? Da ist nichts. Und da Admin. Admin ist gut. Da ist die Tür. Aha, jetzt geht's auch. Gut, vielleicht hättest du den Kellergang gar nicht machen müssen, ja, aber dann hätten wir das Totem nicht gefunden. Genau, ja. Ein Brief. Mit einer Mitteilung. Merkwürdig. Sie haben alle rausgeworfen. Datum 4. Januar 1952, als es baufällig wurde, oder kurz davor zumindest. An Sanatoriumspersonal von Mr. Roche betrifft Rettung der Bergarbeiter.
Hiermit informiere ich Sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen, 5. Januar, abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie müssen Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nichtbeachtung dieser Anweisung würde sich schlecht auf Mr. Bragg und das gesamte Sanatorium auswirken und hat eine fristlose Kündigung zur Folge. Wir mussten noch umdrehen. Oh ja. Wobei, stand ja beim anderen, stand ja auf der Rückseite was drauf. Oh, guck mal. Du wirst eine Nasenklammer brauchen, die riechen widerlich. The guys smell awful. Okay. Was ist denn das für eine Aussage, wenn die sich um Bergarbeiter, die verschüttet sind, kümmern müssen? Dann kann ich auch nicht sowas schreiben, das ist so. Ja. Die werden da halt wahrscheinlich eine Weile eingeschlossen sein und entsprechend, also ich glaube nicht, dass es da unten im Wasser gab. Dieses Knurren macht mich ein bisschen fertig. Sieh mal an. 1922 geöffnet. Mans Sana in Corp Sano, was auch immer das heißt. Das Blackwood Pines Sanatorium. Ist nix? Admin. Aber wie sollst du zu diesem einen Glitzerpunkt da oben kommen? Keine Ahnung, vielleicht kommt man da nachher hin. Tresor. Wow. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Ja, genau. Und weil der andere das nicht geschafft hat, machen wir das jetzt. Machen wir das jetzt. Und nochmal. Und nochmal. Sehr sicherer Tresor auch, ne? Und wir sind ja so leise. Mhm. 30 Stechokarten. Scheiße, ist das krass. Ja, finde ich auch. Ein Stapel von 30 Stechokarten aus der Mine, eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren. Falsch. So. Nein. Da haben wir wahrscheinlich auch schon zwei übersehen dann. Wenn die nicht durcheinander kommen, das haben wir schon gelesen. Hm. Ja, geh doch. Okay, sonst ist da nichts. Da war irgendwas? Die Geräusche, die die Wölfe machen, ist echt belastend. Da glitzert was. Ich sehe es, ja. Eine Kamera. Eine kaputte Kamera. Oh, guck mal, wie der aussieht. Die Finger, alles aufgeschnitten. Mhm. Es hört sich an, als ob die gleich nebenan sind, ne? Ja, es hört sich aber nicht so an wie Wölfe, keine Ahnung. Entschuldigung. Admin. Morgio. Da lang oder da lang? Rip Mike. Sehr zuversichtlich. Da liegt was. Da liegt was. Eine Zeitung. Verschwörung am Blackwood Mountain. The Alberta Post, 9. Januar 1952. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines. Ab? Beziehungsweise AB. Ein Reporter des Alberta Burgle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage
für über 3 Wochen eingesperrt, nachdem Befestigungen in der Northwest-Mine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood-Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. Wahrscheinlich die Kamera, die wir gefunden haben. Genau. Mal gucken, wo genau das ist. Dann war das jetzt nur dafür. Das heißt, es geht eigentlich da lang. Aber erst im nächsten Part. Wir gehen wieder zurück. Also, im nächsten Part geht's weiter. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Bis dann. Bis dahin. Ciao.